Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir schauen heute das neue Video von unserem Partisch TV. Und es ist mal wieder Beichten, soweit ich weiß. Das Video heißt einfach nur Verstehe ich. Aber wenn man, ihr kennt es ja, Freunde, wenn man hier auf so ein Video raufgeht, dann fängt es ja so an und da war eine Beiche zu sehen. Deswegen bin ich gespannt, was die Leute wieder zu beichten haben, Leute, ja. Ich habe, glaube ich, gar nicht so viel zu beichten. Ich habe wenig, also von diesen Beichtseiten da. Und da können meine Beichten nicht mithalten. Meine Beichte wäre vielleicht, ich glaube tatsächlich, ich habe früher mal ein paar Lollis geklaut. In so einem Laden. Aber ich wusste nicht, dass ich das klaue, sondern ich dachte, dass man im Laden Sachen mitnehmen kann, die man gerne hätte und dann einfach rausgehen kann, weil ich das Geldsystem noch nicht so ganz verstanden habe mit 4 oder so. Keine Ahnung, wie alt ich war. Ja, ich war ein kompliziertes Kind, Leute. Ich weiß es auch nicht genau. Wir schauen rein auf jeden Fall, verstehe ich. Let's go, Freunde. Link zum Original ist in der Beschreibung. Let's go. Heute heißt es mal wieder anschnallen, festhalten und an den Stuhl tackern. Luca hat mir eure Beichten zukommen lassen. Das heißt, ich trage heute meine Community-Beichten von euch für euch vor. Ich würde sagen, erste Beichte, let's go. Ich, weiblich 18, beichte, okay, dass ich ein Problem mit Kevins habe. Ich habe zwei Ex-Freunde, die Kevin heißen. Mein bester Freund heißt Kevin. Und ich habe schon wieder einen Typ kennengelernt, den ich toll finde. Dreimal darfst du raten, wie er heißt. Richtig, Kevin. Oder? Da habe ich tatsächlich eine, die ich kenne, eine von meinen Freundinnen, also eine von meinen Bekannten. Ich werde den Namen jetzt lieber nicht sagen, aber sie hat dasselbe Problem mit Moritz, ja. Ihr Ex-Freund heißt Moritz, ihr neuer Freund heißt Moritz und in ihrer Klasse gibt es auch noch einen Moritz. Also ich weiß nicht, ob sie den jetzt nice findet, so, aber who knows, ich möchte jetzt niemand keine Beziehung zerstören oder so, aber... Das ist schon so, ich glaube, da war sogar noch mal ein weiterer Moritz im Spiel, der in der engeren Auswahl war, ihr neuer Moritz zu werden. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Moritze. Ist mir auch aufgefallen, Leute. Was ist eigentlich der Mensch, den ihr am häufigsten in eurem Freundeskreis habt? Bei mir ist es, glaube ich, was heißt im Freundeskreis, sagen wir Bekanntenkreis. Bei mir ist es, glaube ich, Felix oder Tom. Felix oder Tom, ich kenne sehr viele Felix, ich kenne sehr viele Toms. Hey, Grüße raus an alle Kevins da draußen. Keine Sorge, mit eurem Namen ist die Hoffnung noch nicht verloren. Zu den am häufigsten verwendeten Substanzen zählen Anabolika. Oh nein, oh nein. Hallo! Ich, 21, beichte, dass ich gerne an Ohrläppchen knabbere. Ja gut, das Face war jetzt ein bisschen übertrieben, Leute. Ich finde jetzt Ohrläppchen auch nicht attractive oder so. Aber ich meine, es gibt viele andere Körperstellen, an die man knabbern könnte, die ein bisschen abartiger sind. Ich, 21, beichte, dass ich gerne an Ohrläppchen knabbere. Ich, weiblich 15, beichte, dass ich von meinem Freund 16 geflankt wurde und habe mir vorgestellt, wie es Knossi wäre. Verständlich, verständlich. 100% verständlich. Das ist keine Beichte wert. Das ist einfach normales Denken. Das ist normales Denken, meiner Meinung nach. Normales Denken. Hä? Das ist normales Denken, Sascha. Sascha, ey, komm jetzt, Bruder. Jens. Was? Ja! Ich, Nico, 18, beichte, dass ich beim Sex mit meiner Freundin an ihre Schwester gedacht habe. Okay, Bruder, das ist wirklich ein Move, den kann man nicht bringen. Verstehe ich. Hä? Warum denkt ihr, was? Jetzt nur noch die Mutter, dann ist die Familie abgedeckt. Nur nicht den Papa, beim Papa wird es dann ein bisschen kritisch, da wäre ich raus. Spaß. True. Also, true, also, true. Ich mein, also, ja. Er kann auch an den Papa denken, wenn er, also... Ach, scheiße. Ich, weiblich 14, beichte, dass ich vor 2 Tagen im Krankenhaus 1 Stunde von meinem Wohnort aufgewacht bin, weil sonst an einer Alkoholvergiftung gestorben wäre. Ich habe keine Ahnung mehr von... 14? 14? 14, Digga? Real Talk? Ich weiß, das ist schon ungewöhnlich für meine Generation, aber ich habe das erste Mal mit, ich glaube tatsächlich... 16,5 oder so Alk getrunken. Mit 16,5 habe ich das erste Mal Alk getrunken. Und das erste Mal richtig, auch erst mit Ende 17 tatsächlich. Weil ich es nie so reizend fand, nie so interesting fand. Und ich trinke auch jetzt privat sowieso nicht. Und vielleicht ab und zu mal auf einer Feier oder auf einer Veranstaltung ein bisschen was. Aber übel wenig auf jeden Fall. Weil ich es einfach nie interesting und nice fand so. Aber mit 14 im Krankenhaus deswegen... Real Talk. Hört sich jetzt fies an, aber dann auch selber schuld, wenn man verreckt. Dann auch selber schuld, wenn man dran verreckt, Alter. Vom selber schuld. Abend. Ah, da wären bestimmt noch 5 Shots mehr reingegangen. Ich, weiblich 18, beichte, dass ich noch nie einen Freund hatte und immer noch Jungfrau bin. Und ich bin stolz darauf.
Ist ein schlimmes Bein, ist doch nicht schlimmes Bein, ist doch gut. Solche Beichten wollen wir hier nicht. Ich will nicht 15 beichte, dass ich noch Jungfrau bin und ich sollte mich dafür schämen, weil ich... Real Talk, Alter. Wie zu alt bin, genau solche Beichten brauchen wir, das ist unser Niveau. Mit 15 noch Jungfrau zu sein, wirklich, ich weiß was gar nicht, los? Du dich noch raus auf die Straße. Ich nicht. Ich, 15, beichte, dass ich dich nicht abonniert habe und trotzdem deine Videos schaue. Ehrenlos. Real Talk, 65% der Leute, die hier zusehen, die dieses Video gerade sehen, haben nicht abonniert. Was ist los, was ist falsch? Helft mir. Und da kriege ich wirklich so einen Hals an der Stelle. Wenn ich sowas lese, kurz vor den 2 Millionen Abonnenten, dann kriege ich wirklich so einen Hals, Leute, an alle, die jetzt gerade zuschauen und nicht abonniert haben. Ihr könnt jetzt auf kostenfreie Ehrenlehramt-Basis ein Abonnement da lassen. Leute, das geht auch an euch bei meinem Kanal. Yo! Ich, weiblich 20, hatte einen Dreier mit zwei Typen und wir drei sind alle an jemand anderem. Man weiß halt nie, wie echt diese Beichten sind. Ich vertraue denen immer nicht so mäßig, ja. Aber das ist einfach ehrenlos. Ehrenlos. Vergeben. Und da gratuliere ich wirklich an der Stelle. Ihr seid die größten Untermenschen, die ich kenne. Monte. Abschau. Danke. Ich, weiblich 18, beichte, dass ich mit meinem Freund seit knapp einem Monat zusammen bin und wir noch nicht gepimpert haben. Mir macht das sehr Angst. Meine Mom und Freunde fragen schon, was nicht mit ihm stimmt. Na klar, fragt deine Mutter, was nicht mit ihm stimmt. Ihr seid schon einen Monat zusammen, dass da nicht in die Kiste gesprungen wurde, bevor ihr überhaupt zusammengekommen seid, ist ein Wunder. Ich würde Schluss machen. Ich beichte. Ja, mach Schluss. Dass ich mir Kondome gekauft habe, die inzwischen abgelaufen sind. Kein Rest in Peace, Bruder. Rest in Peace, Digga. Einziges benutzt. Und wirklich, ich habe noch nie so eine traurige Beichte. Eine kurze Bruder. Schweigeminute für unseren Bruder. Danke. Oh nein, er zieht die Minute durch. Das ist halt das Problem bei Sascha, er zieht die Minute durch. Ah, nee, okay, er zieht die Minute nicht ganz durch. Oh. Es folgt eine Liebesgeschichte, dagegen ist Romeo und Julia ein Witz. Ich und meine Klasse waren auf Klassenfahrt und ich bin mit einer Morgenlatte aufgestanden. Bis jetzt relatable. Weil in dem Zimmer kein Klo war, bin ich... Bei uns war ein Klo. In welchem Zimmer ist denn kein Klo? Auf der Klassenfahrt, Jungs. Was ist da los? Raus, um das Bad zu benutzen. Dabei habe ich aus Versehen ein Mädchen aus meiner Klasse angerempelt und bin ihr voll hinten rein. Rein da! Sie hat mich angeguckt und dann gegrinst. Seitdem sind wir zusammen. Was mache ich falsch in meinem Leben, Jungs? Was? Retalk jetzt an dieser Stelle. Ich muss runterkommen ein bisschen. Bewerbungsgespräch. Was mache ich falsch in meinem Leben, wenn solche Situationen dazu führen, ein weibliches Wesen zu berühren und dann für sich zu gewinnen, Leute. Sind wir zusammen! Ist auch der Bruder. Moment, wenn man auf der Hochzeit als Braut und Bräutigam den Leuten erklärt, den Gästen, wie man zusammengefunden hat. Aloha, ich war letztens mit meiner Freundin bei ihren Eltern zum... Ey, wenn der Satz mit Aloha anfängt, dann weg bitte. Einfach nächste Story. Essen eingeladen. Die Eltern und ihre Geschwister haben sich nach dem Essen ein paar Witze erzählt, also kam ich auf die Idee, auch einzubringen. Die Paralympics sind doch auch nur ein Running Gag. Am Ende habe ich nur gelacht, dazu erfahren, dass ihr Cousin im Rollstuhl sitzt und jetzt seit 2 Wochen auf der Couch schlafen darf. Der Witz ist wohl nach hinten losgerollt. Also falls einer noch eine Zeitmaschine hat, ich bräuchte, bin nämlich absolut out of time. Alternativ zu der Zeitmaschine empfehle ich dir einfach eine neue Freundin. Scheiß auf die andere, das ist eh nicht mehr zu retten. Weisheit mit Monte. Ich möchte einfach wissen, wie viele Clips von Monte Sascha auf seinem PC hat, Alter. Hallo Sascha, um das Niveau der Beichten der 14-jährigen Teenie-Mütter ein wenig zu heben, habe ich hier mal eine ernst gemeinte Beichte/Frage. Ich bin gespannt. Ich, männlich 16, beichte, dass ich noch nie eine Freundin hatte und auch noch nie jemand geküsst habe. Ist das schlimm? Nee, schlimm ist es nicht, aber ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst auf... Och Leute, das Video liegt wieder nicht vor. Aber jetzt Real Talk, eine ernst gemeinte Antwort an alle, die denken, ach Bruder, ich bin mittlerweile 48 Jahre alt, hab noch nie eine Frau geküsst. Gut, dann würde ich mir schon Gedanken machen, Freunde. Aber macht euch keinen Druck damit, Real Talk, besonders wenn ihr noch so jung seid. Scheiß einfach drauf, Alter. Scheiß einfach drauf und lasst auf euch zukommen und denkt euch, wow, das Leben ist wunderschön. So einfach ist das, Leute. Hey, schlimm ist es nicht, aber ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst auf jeden Fall alleine sterben. Ich, männlich 21, beichte, dass ich, wenn ich meine Freundin erst befriedigen darf, wenn sie ihre Tage hat, weil sie es geil findet, wenn ihr... Warte. Den erst befriedigen darf, wenn sie ihre Tage hat, weil sie es geil findet, wenn ihr... Bruder... Das ist nicht wahr. Verstehe ich! Und damit ist...
mein Glaube an die Menschheit mal wieder um ein Vielfaches gesunken. Dankeschön dafür. Kein Danke für die zahlreichen Beichten. Ihr könnt auch jetzt wieder an diese E-Mail-Adresse eure Beichten senden. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Stelle von vorher. Ihr könnt jetzt auf kostenfreie Ehrenlehramtbasis ein Abonnement. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Wir sehen uns. Ich spiele mit Lire, ich spiele mit Euro, egal was kommt, ich spiele. Dieses Knossi-Clip aus dem TV sind zu gut, Leute. Okay, Freunde, das war's mit diesem wunderbaren Video. Ich hoffe, ihr habt Bock. Heute um 18 Uhr wird der Upload-Plan auf Instagram und dem Community-Hub gepostet. Also schaut da gerne vorbei, wenn ihr sehen wollt, hey, was kommt diese Woche denn so wunderbares online. Macht das, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Habt einen wunderbaren Tag und ciao.